Wie integriert man Wurzeln? Natürlich über Umschreiben. Also schreiben wir die Funktion um. Das heißt, es ist noch nicht die Stammfunktion. Ich schreibe erst die normale Funktion um. Wurzel x ist x hoch 1/2. Dritte Wurzel aus x ist x hoch 1/3. Vierte Wurzel wird x hoch 1/4. Da ich aber nicht x hoch 1 habe, habe ich nicht 1/4, sondern x hoch 9 wird 9/4. Und jetzt kann ich einfach integrieren. Auch hier, wie läuft die normale Integration? Also wie leitet man etwas auf? Die Hochzahl wird 1 mehr und die neue Hochzahl kommt runter in Nenner. Also, aus x hoch 1/2. 1/2 plus 1 gibt 3/2. Die neue Hochzahl, die 3/2, steht unten im Nenner. Das kann ich vereinfachen, den Doppelbruch, das mache ich aber erst im nächsten Schritt. X hoch 1/3. Ich hoffe, das kriegen Sie hin. 1/3 plus 1. 1 sind 3/3. Also habe ich 1/3 plus 3/3, 4/3. Neue Hochzahl sind 4/3. Und vorne steht 1 durch 4/3. Letzter Term. Neue Hochzahl. 9/4 plus 1. Ein Ganzes sind 4/4. Also habe ich 9/4 plus 4/4, also 13/4 ist meine neue Hochzahl. Und vorne steht 1 durch neue Hochzahl. So, jetzt vereinfachen wir das Ganze. Wie löst man einen Doppelbruch auf? Das obere lasse ich stehen. 4 sind praktisch 4/1 mal dem Kerbruch von unten, also mal 2/3. Und jetzt kann ich zusammenrechnen, 4 mal 2 sind 8, 1 mal 3 sind 3, also habe ich hier 8/3, x hoch 3/2, plus 1 durch 4/3, 1 mal 3/4, also auch hier drehe ich den unteren Bruch um, x hoch 4/3, minus 1 mal 13/4 sind 1 mal 4 durch 13, also 4 durch 13, x hoch 13/4. Im Prinzip wäre das die Stammfunktion. Ich würde es also so stehen lassen. Man könnte jetzt je nach Situation auch überlegen, dass man die Wurzeln wieder zurückschreibt. Ich könnte theoretisch also auch sagen, 8/3, x hoch, die halbe gibt die Wurzel an. Also Wurzel aus x hoch 3 plus 3/4 mal, auch hier der Nenner von der Hochzahl gibt die Wurzel an, also weil es ein Drittel sind, habe ich dritte Wurzel aus x hoch 4 minus 4/13. Die Viertel in der Hochzahl gibt mir an, dass es eine vierte Wurzel ist. Und innen habe ich stehen x hoch 13. Kann man machen, muss man wahrscheinlich nicht unbedingt machen.